ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es ist Sonntagnachmittag, schon 15 Uhr. Ich habe noch kurz überlegt, eigentlich gar nicht so kurz, sondern die ganze Zeit jetzt überlegt, mache ich heute ein Video, mache ich nicht? Und dann dachte ich, ach, du musst sowieso ein bisschen was erledigen noch. Kannst du einfach genauso auch die lieben Leute da draußen mitnehmen. Vor allem, weil ich jetzt mich entschieden habe, Brot zu backen. Eigentlich wollte ich Olgas Brot machen von dem Kanal Olga Zimmermann. Ne? Das ist ja eine Freundin von mir, die ich seit, ja, eigentlich genauso lange kenne, wie ich in Deutschland bin, also fast 28 Jahren. Die hat im letzten Video, gerade jetzt diese Woche, ein Brot gebacken und das sah richtig lecker aus. Aber sie hat da Kartoffeln, gekochte Kartoffeln reingetan. Und ich wollte ja dann, wenn ich schon das ausprobiere, genauso ausprobieren, wie sie das gemacht hat. Aber Kartoffeln habe ich gerade nicht da. Also schon gekochte. Dann hätte ich jetzt Kartoffeln richtig kochen müssen. Wollte ich dann jetzt nicht. Also backe ich wieder anderes Brot. Das wird ein Dinkelbrot sein. Aus zwei Sorten Dinkelmehl. Einmal die ganz normale, feine Sorte. Und einmal sieht man auch Vollkornmehl. Die Zutaten habe ich sogar tatsächlich aufgeschrieben. Alles bis auf die flüssigen Zutaten. Die schreibe ich gleich noch dazu. Habe ich gleich aufgeschrieben, damit ich das nicht vergesse, was ich da jetzt mir alles zusammengemischt habe. Und mir fehlt gerade eine Zutat. Ich hole das mal ganz schnell. So, ich habe jetzt die fehlende Zutat geholt. Irgendwas Süßes, egal ob nun Zucker, Honig. Was hat Olga in einem ihrer Rezepte verwendet? Melasse? Ich nehme jetzt einfach mal Agavendicksaft oder normalen Zucker oder braunen Zucker. Das geht noch besser. Ja, und jetzt legen wir einfach mal los. Ich habe noch ein paar andere Kleinigkeiten vor zu machen. Deswegen machen wir jetzt gleich auch starten. Ich knete den ganzen Kram mit der neuen Küchenmaschine, also mit der Chefin. Und ich erzähle euch einfach mal, was ich hier so alles habe. So, wir machen jetzt die trockenen Zutaten als erstes. Ich habe hier 600 Gramm Mehl, also jeweils 300 Gramm Mehl, normales Weizenmehl, also feines, und Vollkorn. Geben wir einfach mal rein. So. Dann habe ich hier, wie viel habe ich geschrieben? 30 Gramm Dinkelkleie. Ich musste mir das aufschreiben. Irgendwie funktioniert das sonst nicht. Dann brauchen wir natürlich auch ein bisschen Salz. Ich nehme mal so einen Esslöffel und natürlich nicht voll, ne? Also so einen halben, bisschen mehr als einen halben Esslöffel Salz. Dann haben wir hier auch ein paar Samen, und zwar einiges. Habe ich auch alles aufgeschrieben. 30 Gramm, nein, 20 Gramm sind das, Leinsamen. Einfach mal ein bisschen was Gesundes. 40 Gramm Chiasamen und 30 Gramm Sesam ungeschrottet. Das ist tatsächlich. So, das hauen wir jetzt rein. Dann habe ich hier 100 Gramm Sonnenblumenkerne. Alles schön rein damit. Und mein klassisches Brotgewürz von Just Spices. Mega leckere Geschichte. Liebe ich nach wie vor. Und dafür habe ich jetzt hier so ein Messerchen, Spattelchen, wie auch immer. Und oder man kann einfach einen Teelöffel nehmen. So ein Viertel Teelöffel ungefähr. Okay, ich habe jetzt 600 Gramm Mehl. Ein bisschen mehr als ein Viertel Teelöffel nehme ich jetzt dazu. Das reicht vollkommen aus. Und hier haben wir
Koriander gemahlen, Fenchel gemahlen, Anis, Gans und Kümmel gemahlen. Das ist alles. Weder Salz noch Zucker noch sonst irgendwas. Also nur Gewürze. Jetzt verrühre ich einfach mal die ganzen trockenen Zutaten miteinander. Ui, Zettel hat sich reingekippt. Dinkelmehl Typ 1050 habe ich. Muss ich mal reinpacken wieder. Ups, wie ist das da reingekommen? Ein Päckchen Hefe. Ich habe jetzt hier Trockenhefe, ganz normal. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel das dann in Würfelhefe. Ich glaube, dann ist, reicht auch ein halber Würfel, oder? Ich kenne mich mit frischen Hefe gar nicht aus. Benutze ich nicht. So, jetzt nochmal richtig die ganzen trockenen Zutaten miteinander verrühren. So sieht das jetzt aus, diese Mischung. Ich überlege gerade, ob ich irgendwas anderes noch mit reinpacke. Zum Beispiel Haferflocken oder sowas. Aber das wird dann zu gesund. Oder? Ja, dann haben wir die flüssigen Zutaten. Ich habe jetzt hier 500 ml warme Flüssigkeit. Sieht hell aus, weil ich 200 ml davon Kefir genommen habe. Einfach kalten Kefir aus dem Kühlschrank und den Rest habe ich mit warmem Wasser aufgefüllt, damit es auch einfach die perfekte Temperatur hat. Und die ganze Geschichte gießen wir jetzt einfach mal rein. Dann unsere Süße, und zwar Agavendicksaft, habe ich mich jetzt entschieden. Und wir nehmen einfach mal einen Teelöffel. Nur Esslöffel meine ich. Und noch einen. Ich denke mal, das reicht vollkommen aus. Zwei Esslöffel Agavendicksaft. Oh, jetzt überkreuzen. Ja. Dann habe ich hier Himbeeressig. Genauso. Einfach mal zwei Esslöffel Himbeeressig. Und ein, zwei Esslöffel. Das schreibe ich gleich noch auf jeden Fall dazu. Und dann hoffen wir, dass die Mischung auch komplett so passt, wie es ist. Sonst muss man halt was nachgeben. Egal, ob das jetzt dann Mehl oder eher flüssige Zutaten. So, anmachen. Knetaken natürlich. Und ich mache jetzt auf 4. Diese Maschine ist sehr, sehr stark. Die kann auch solche eben Hefeteige, schwerere Teige auf schnellere Stufe kneten. Erstmal ein bisschen schneller tatsächlich, um alles gut miteinander zu vermischen. Und während die Maschine das tut, schreibe ich den Rest auf. So, ich habe jetzt die Zutaten alle aufgelistet, aber das ist noch nicht das Ergebnis hier. Ne? Es kann sein, dass wir eventuell ein bisschen was zugeben müssen, aber sieht fast perfekt eigentlich aus. Jetzt einfach nur alles gut miteinander verkneten. Und dann so 5-6 Minuten noch auf etwas langsamer Stufe gründlich kneten lassen. Also ich habe gerade tatsächlich noch 80 Gramm Dinkelmehl, dieses 1050, dazu getan, weil mir der Teig einfach zu flüssig war. Ich habe das auch hier auf dem Zettel ergänzt. So, ihr Lieben. So schaut der Teig aus, ist fertig geknetet. Ich habe ihn tatsächlich so 6-7 Minuten kneten lassen. Sieht super aus und jetzt wandert die ganze Geschichte einfach mal gut abgedeckt an einen warmen Ort. Bei mir ist es dann die Heizung, denke ich mal. Arbeitszimmer.
Ja, einfach mal abdecken, vorher vielleicht ein bisschen mit Klarsicht, also Frischhaltefolie, und dann für ein Stündchen vergessen. Dann kann er schön aufgehen. Ich muss mich echt erstmal an diese riesige Schüssel gewöhnen. Die Teige, die ich mache, sind ja nicht wirklich klein, ne? Wenn ich jetzt Kuchen backe oder jetzt Brot oder so. Aber das sieht in dieser riesigen 8-Liter Schüssel so verloren aus. Weil es einfach deutlich größere Schüssel ist als die von der Bertha. Ja, genau. Die Maschine heißt übrigens Chefri. Wollte ich nur kurz noch erwähnen. Die ist richtig gut. Sie hat ordentlich Power, 1800 Watt. Die kriegt auch wirklich alles geknetet, geschlagen, wie auch immer. Wenn man alleine sich anguckt, was für ein mega Hacken da ist, oder auch dieses riesige Schneebesen. Also ich bin bis jetzt tatsächlich sehr zufrieden. Kann ich nur empfehlen. Ich habe jetzt keinen Rabattcode mehr für euch, aber ich kann einfach nur berichten, die Maschine ist tatsächlich sehr, sehr gut. Ich muss nur noch gucken, die zusätzlichen Teile dafür, ne? Man kann hier oben drauf, auf diesen Knöpsel hier, ne? Kann man hier noch, was war das nochmal? Fleischwolf, das brauche ich aber nicht. Was ich brauche, ist Mixer und Reibe. Die gibt es auf jeden Fall noch für diese Maschine. Ich muss nur gucken, wann es die im Angebot gibt. Oder mal die Firma anschreiben, vielleicht. Zum Vorführen als Kooperation. Werden wir sehen. So, auf jeden Fall. Die Geschichte geht jetzt erstmal auf die Heizung. Und wir sehen uns gleich wieder. Ich habe noch ein bisschen was vor. So, ihr Lieben, es ist jetzt auch sogar schon fast 2 Stunden vorbei. Guckt mal, wie gut der Teig gerade aufgegangen ist. Ne? Der war ganz klein und jetzt ist er schon richtig, richtig groß geworden. Jetzt geht es einfach mal weiter mit dem Brot. Ich nehme zum Backen von Brot immer den Ultra von Tupper. Ich habe den in unterschiedlichen Größen und Formen. Heute nehme ich mal den etwas größeren. Sonst nehme ich oft die Kastenform. Es geht natürlich auch einfach mal so ein Kuchenkastenform. Oder wenn man gar keine Form hat, eine kleinere Auflaufform zum Beispiel. Oder man formt das Brot einfach so und packt es aufs Blech. Ich habe da aber immer irgendwie, ja, vielleicht was falsch gemacht, keine Ahnung. Der wird dann bei mir immer so flach. Deswegen habe ich gedacht, nein, nehmen wir mal wieder die Backform. Und jetzt hole ich den Teig einfach mal raus. Oh, super. Richtig schön fluffig. Und jetzt werde ich den einfach ein paar Mal falten. Nicht jetzt irgendwie hier stundenlang kneten oder so, sondern einfach mal so 3-4 Mal vielleicht falten und dann passt das schon. Zurück oder in die Form. Eher so gesagt, ne, in die Form rein. So schaut es jetzt aus. Dann mache ich die Hand einfach mal nass. Und befeuchte hier die Oberfläche. Und nehme einfach mal ein scharfes Messer. Ich habe gar keine diese extra Klingen. Habe ich bei wem habe ich gesehen? Bei Mami Seelen. Die hat sich extra Ausrüstung gekauft für Brotbacken und so weiter. Mache ich jetzt nicht, obwohl ich auch ziemlich oft Brot backe. Ne? Einfach ein Messer und dann ein bisschen einschneiden, so wie man es haben möchte. Keine Ahnung, ihr könnt Herzchen, Blümchen, sonst was da jetzt schneiden. Ich mache einfach mal so ein paar Schnitte. Es dient ja
dazu, dass das Brot nachher nicht einfach so irgendwie unkontrolliert in der Mitte aufreißt oder so, sondern schon etwas in Form ist. Und dann kann man, wenn man will, noch irgendwelche Körner drauf streuen. Ich überlege gerade, was ich am besten drauf streue. Ja, ich bewahre sowas oft in solchen Schraubgläsern. Ne? Hier sind Chiasamen, hier habe ich die Sesamkörner. Jetzt mache ich einfach mal ein bisschen was davon von beiden aufs Brot drauf, damit es einfach auch schöner aussieht. Super. Ja, dann mache ich gleich den Deckel wieder drauf und lasse das Brot noch ungefähr 20 Minuten im Warmen aufgehen. Das ist jetzt der Zwischenstand und dann lasse ich das Ganze erstmal ein bisschen aufgehen und dann geht es weiter. So. Ja, ihr Lieben, ich wollte euch eigentlich ein bisschen mehr mitnehmen heute, ne, nachdem ich mich dann entschieden habe, doch irgendwie die Kamera mitzunehmen. Aber es ist nicht wirklich was passiert. Bis jetzt. Ein paar organisatorische Dinge mussten geregelt werden. Rafi muss ja jetzt zum Beispiel Erste-Hilfe-Kurs machen. Und das ist jetzt... Entschuldigung. Nächste Woche, glaube ich, am Wochenende, Samstag. Leider kann man da jetzt, vor allem wenn man zur Schule geht, nicht so groß aussuchen, wann man das machen will, sondern man nimmt das, was man bekommt. Und diese Kurse sind nun mal immer am Wochenende, weil das oft ehrenamtliche Personen geben, solche Kurse. Ja, auch wenn nächste Woche Dirk Geburtstag hat, wird Rafi höchstwahrscheinlich nächste Woche Samstag, also jetzt kommenden Samstag, Erste-Hilfe-Kurs absolvieren. Aber der ist um 17 Uhr zu Ende, sodass es gar nicht so dramatisch ist, dass er nicht die ganze Familiengeburtstagsfeier hier verpasst. Wird schon, glaube ich, funktionieren. Dann waren noch ein paar organisatorische Dinge mit den Pfadfindern zu besprechen hier. Da wird irgendwie ein gemeinsames Essen wohl in der Gemeinde wieder geplant, einfach um untereinander die Eltern, vor allem der Kinder, sich besser kennenzulernen und was da zu besprechen noch. Bald ist ja wieder das alljährliche Hiller, ne, Himmelfahrtslager, da muss auch was geklärt werden und so weiter und so fort. Genau, so ist das nun mal, wenn man die Frau von einem Häuptling ist. Ich kann nicht einfach nur so sitzen und meine Kinder einmal alle 2 Wochen hinbringen, wieder abholen, fertig. Ich muss dann auch vieles irgendwie mitentscheiden, mitbestimmen, mit überlegen und so weiter, weil ja, ich dann auch mich aktiv bei ganz vielen Sachen beteilige. So. Außerdem hat Schatzilein ja jetzt am Mittwoch Geburtstag. Da haben wir gerade auch mit den Kindern und vor allem ich selber gerade geguckt, was ich ihm schenke. Genau. Aber ich weiß schon was. Er hat mir schon gesagt, was er unbedingt braucht oder was er gerne hätte und so weiter. Ich schenke meinem Mann nicht irgendwie, ne, einfach mal Pullover oder sonst irgendwas. Es muss schon was sein, was er auch tatsächlich braucht und nicht irgendwas, was dann im Schrank verschwindet und erstmal die nächsten Jahre nicht rausgeholt wird, weil er das nicht benötigt. Genau, so sieht's aus. Das Brot geht jetzt wieder auf die Heizung und ruht noch ein bisschen. Und wenn es hier ans Backen geht, nehme ich euch wieder mit. So, ihr Lieben, es ist jetzt sogar ein bisschen mehr schon vergangen an Zeit als die 20 Minuten, die ich erwähnte, aber ich glaube, eine halbe Stunde schon. Tada! Guckt euch das an, wie mega schön das Brot aufgegangen ist. Sieht richtig gut aus.
Und jetzt mache ich den Deckel einfach drauf und schiebe die ganze Geschichte in den Backofen. Ich habe ihn gerade erst angemacht, ohne Vorheizen, ohne sonst irgendwas, bei 230 Grad. Ich habe jetzt einfach mal Umluft angemacht. Und jetzt habe ich das schon reingestellt. 230 Grad. Noch ist die noch ja, natürlich nicht erreicht. Wenn dieses Lämpchen hier, die Temperaturlampe, ne, ausgeht, wenn die Temperatur erreicht ist, stelle ich die Tomate, also meine Tiki-Taki, auf 10-12 Minuten. Die Zeit darf das Brot dann bei 230 Grad backen. Und danach stelle ich die Temperatur auf 200 ungefähr runter und nochmal so 25-30 Minuten. Das müsste eigentlich reichen. Obwohl, jetzt habe ich ein bisschen größeres Brot, dann vielleicht eher 30-35 Minuten. Hängt ganz davon ab, ne, in welcher Form das gebacken wird und so weiter. Genau, das ist jetzt auch alles. Brot backen ist für mich keine große Kunst. Ich experimentiere da auch sehr, sehr gerne rum mit unterschiedlichen Mehlsorten und Körnern und so weiter. Und ja, wir werden sehen, wie es geworden ist, wenn es dann soweit ist. So, ihr Lieben, wir haben gerade schon gegessen. Es gab nur die Suppe, die ich jetzt fürs Wochenende gekocht habe. Jetzt ist sie auch alle. War super lecker übrigens. Also wer das noch nicht ausprobiert hat, probiert das mal aus. Super lecker und durch die rote Beete auch richtig gesund. Kann man auch, die Kinder sagen, ja, Hähnchenfleisch ist da drin, also auch Hühnersuppe. Also ja, so. Das Brot ist auch schon fertig. Ich habe es rausgeholt. Guckt euch dieses Prachtexemplar an. Richtig schön geworden. Ich schneide mal ein Stückchen ab, um euch zu zeigen, wie es drin aussieht. Ich schneide mal die Kruste hier ab. Oh ja. Guckt mal. So schaut das Brot aus. Das ist jetzt die Kruste. Richtig schön weich und aber gleichzeitig auch knusprig. Ja, perfekt. Jetzt haben wir wieder Brot für die nächsten paar Tage, ohne dass ich heute irgendwie noch zum Penny oder Netto fahren musste. Die haben bei uns das ganze Jahr über sonntags auf. Ja, hier weiß man auf jeden Fall, was alles drin ist. Ich habe euch ja letztens, gestern gezeigt, was in der Post war. Nee, vorgestern war das, Entschuldigung. Habe ich ja mir diese Fläschchen besorgt, bei Amazon bestellt und gerade eben ausgepackt und schon voll gemacht. Hier ist Olivenöl und hier ist Pflanzenöl, Rapsöl. Für ja, sag mal, Salat oder eben auch tatsächlich für die Heißluftfritteuse, um ja, Nuggets oder sowas einmal zu besprühen oder auch um Backform einzusprühen und auch mal in die Pfanne rein, um jetzt ein bisschen sparsamer mit Öl zu braten. Manche Sachen müssen nicht unbedingt in Öl schwimmen, ne? Aber ich wollte euch was zeigen, was noch mit drin war. Ich habe das ausgepackt. Christian war gerade dabei, hier Geschirrspüler aus- und einzuräumen. Wir haben beide erstmal, oh Gottchen, ist das süß. Guckt euch das an. Das ist ein Mini-Trichter. Davon gibt es zwei Stück. Einer ist schon im Geschirrspüler, weil ne, ich ihn gerade benutzt habe. Guckt euch diese winzigen kleinen Sachen dafür. Echt, das ist einfach nur knuffig. Jetzt ist die Frage, wo bewahrt man das auf, damit man das nicht verliert. Vor allem den Trichter. Also so einen winzigen Trichter habe ich noch nie gesehen. Total niedlich. Pinsel und Dings hier, Würste mache ich da rein. Und den Trichter, da muss ich noch überlegen, wo ich ihn am besten hinpacke. In die Besteckschublade oder so.
Ja, aber auf jeden Fall haben wir die Flaschen gerade mit Christian befüllt und ausprobiert und funktioniert alles richtig gut. Also kann ich die jetzt auch mal benutzen oder die Kinder, wenn sie sich mal was in der Heißluftfritteuse machen. Ja, ihr Lieben, das war jetzt das Video von heute. Heute habe ich einfach euch nur beim Brotbacken mitgenommen und sonst nichts. War mir nicht danach so dolle, was Großes, Globales habe ich auch gar nicht erledigt. Ich hatte eigentlich was vor, aber dann habe ich das erstmal wieder nicht gemacht. Wie so oft. Ja, ich habe heute gemerkt, noch bevor ich aus dem Schlafzimmer rausgekommen bin, bevor ich das Fenster, ne, das Rollo hochgemacht habe, wusste ich schon, dass das Wetter sich wieder geändert hat. Es regnet auch schon fast den ganzen Tag. Das habe ich noch im Bett liegend gemerkt, also wie so ein laufender Barometer, ne? Dass wir wieder schlechteres Wetter haben. Gestern war das so schön. Da ging es mir dann auch besser. Die Gelenke haben nicht ganz so weh getan. Heute ist das ein bisschen anders. Naja, egal. Morgen sind meine Männer immer noch zu Hause, immer noch schlecht Wetter. Die wissen auch nicht, wie lange. Der Chef hat geschrieben, erstmal Montag und dann meldet er sich. Kann sein, dass sie weiterhin erstmal schlecht Wetter haben, was natürlich einerseits gut ist. Die sind zu Hause, ne, müssen nicht bei dem Wetter irgendwo auf dem Dach rumkraxeln oder so. Und andererseits ist das eben, ja, Schlechtwetter, Kurzarbeit nennt sich das ja, ne. Das bedeutet dann dementsprechend weniger Geld. Ja, kann man aber nicht ändern. Ist so, in einem Jahr ist es mal weniger, im anderen Jahr ist es wieder ein bisschen mehr, wo sie dann zu Hause sind im Winter. Ist auf dem Bau oft halt so, ne? Genau, die neue Woche fängt morgen an. Wir werden sehen, was die bringt. Ich habe ein paar Termine, ich habe ein paar Erledigungen. Wir haben, ja, Geburtstag. Dirk hat am Mittwoch Geburtstag und Manuel hat gesagt, dass er eventuell kommt. Wir werden sehen, was so alles hier jetzt passiert. Ich werde euch nach Möglichkeit natürlich mitnehmen. Aber für heute war es das. Ich hoffe, dieses Video, auch wenn es jetzt nur ums Brotbacken ging, euch gefallen hat. Wenn ja, dann wie immer Daumen hoch. Abonnieren nicht vergessen, wer mag. Ich wünsche euch allen eine schöne neue Woche. Nach Möglichkeit natürlich stressfrei. Bleibt gesund und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss.